Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Künstliche Intelligenz und Slogans. Bevor wir starten, wollen wir uns einmal ganz kurz damit beschäftigen. Es geht natürlich um ChatGPT. Und bevor wir starten, würde ich ihn doch einmal bitten, einmal ganz kurz selber zu erklären, was er ist. Kannst du in einem Satz erklären, was du machst? Auf einfache Weise. Schauen wir doch mal. Ich bin ein KI-Modell, das darauf trainiert wurde, menschenähnliche Texte zu generieren und Fragen zu beantworten. Okay, wunderbar. Und es sollte ja auch um das Thema Claim-Slogan gehen im Marketing. Diese werden ja auch immer weniger, beispielsweise so wie bei Nike als Zusatz Just Do It. Aber bei vielen Anbietern verschwindet mittlerweile, sage ich mal, der Slogan oder der Claim oder wechselt relativ schnell innerhalb kürzester Zeit. Das war früher auch, was heißt undenkbar, aber dort hatten die eine viel längere Halbwertszeit als heutzutage, wenn sie überhaupt noch irgendwelche Claims haben. Ich frage immer, ob er uns das auch einmal zusammenfassen kann. Kannst du erklären, was ein Slogan ist? Gucken wir mal. Hier haben wir einmal eine ganz einfache Formulierung. Ein Slogan ist ein kurzer Spruch, der eine Marke oder ein Produkt beschreibt und es den Leuten in Erinnerung bringen soll, wenn sie daran denken, etwas zu kaufen. Wunderbar. Und jetzt habe ich mir halt überlegt, einmal so ein bisschen, um ihn auch mal zu testen und ein bisschen zum Spielen, dass wir ihn einfach mal selber Slogans ausdenken lassen für Marken. Und diese fasse ich euch dann später einmal zusammen. Das heißt, dass wir einmal das Original, also ein Slogan, wirklich von der Marke vergleichen versus der Vorschläge von ChatGPT. Und dann können wir einfach mal gucken, wer dann wirklich, sag ich mal, besser lag oder ob sich das ganze Geld über für die ganzen Marketingagenturen, die Werber gelohnt haben oder ob man es nicht direkt mittlerweile jetzt von ChatGPT machen lassen kann. Fangen wir einmal an und starten beispielsweise mit Mercedes. Du siehst jetzt schon mal so ein bisschen, was kommt. Natürlich liegt es auch an dem Briefing, ne? Also man sollte ihm schon einiges geben. Fahre in die Zukunft mit Mercedes. Mercedes-Stil, Leistung, Perfektion. Erreiche deine Ziele mit Stil in Mercedes. Mercedes mehr als nur ein Auto. Okay? Ich frage ihn noch einmal, hast du kreative Vorschläge? Schauen wir mal. Gut, jetzt spuckt er mir natürlich einige aus. Ihr seht auch von all den Slogans, ist dein Favorit. Okay. Gut, hier antwortet er natürlich wieder relativ diplomatisch, aber letztendlich schauen wir einfach mal. Ein Auto, eine Ikone, Mercedes entscheiden. Er ist prägnant, beschreibt die Marke als etwas Bedeutendes und vereint Stil und Ruf in einem kurzen Satz. Super, ich werde jetzt einmal alle weiteren Marken eingeben. Ich habe dort noch einige verschiedene aus den verschiedensten Bereichen wie Technik, Sport, Food, also Essen, Autos natürlich noch weitere, Einkaufen,
Energy Drinks und daher melde ich mich dann gleich nochmal bei euch und dann sehen wir uns einmal die Vergleiche an. A few moments later.